Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Rek'Sai. Nachdem ihr Mini-Rework ihre Winrate anfangs ordentlich in den Keller brachte, ist sie nun nach einigen Buffs und Hotfixes so richtig am Rasieren. Insbesondere auf der Top-Lane ist sie in den höheren Elo-Bereichen extrem stark. Der Sustain, den sie dort auf ihrer Passive hat, ist absolut bekloppt. Auch im Jungle hat sie in Diamond jedoch fast 55% Winrate. Ihre Bunrate ist in den letzten Wochen fast schon explodiert. Im Early-to-Early-Mid-Game ist sie einfach ein absolutes Monster. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher LoL-Skin ist eurer Meinung nach der beste? Ich feiere den Forecast-Janna-Skin mega, schreibt euren Lieblingsskin aber unbedingt in die Kommentare. Damit wird es jedoch Zeit für unseren Abfalleimer der Woche. Kayn hat es in Sachen Nerfs so richtig hart erwischt. Ryze Adjustment in Patch 14.6 war mal wieder alles andere als ein Adjustment. Dass seine Winrate ordentlich runtergehen wird, wenn Blue und Standard Kayn einfach mal 50% Bonus AD Ratio auf der Ult verlieren, war klar. Insbesondere in den höheren Rängen ist seine Winrate aber teils um über 4% gesunken. Auch seine Pick- und Bunrate ist ordentlich in den Keller gegangen. Die minimalen Red Cane Buffs haben nicht besonders überraschenderweise bei weitem nicht ausgereicht, um ihn insbesondere in den höheren Rängen noch einmal viable zu machen. Springen wir damit aber zu unserem Nope der Woche. Und dort zu Morgana. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Den Champion bannen, Leute, dann spielt ihr wahrscheinlich in den höheren Rängen. Morgana hat einen Effekt, den ich ungelogen so in dieser Größe noch nie gesehen habe. Man kann ungelogen für jeden Elo-Bereich eine separate Linie in Sachen Pick- und Bunrate ziehen. In Silber und Gold kommt sie auf fast 30% Bunrate, während sie in Diamond Plus irgendwie so bei 10% rumdümpelt. Sie scheint einfach einen riesigen Low-Elo-Effekt zu haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Leute einfach irgendwie keine Mercs kaufen, sie hassen, oder ob es wirklich dieser, okay, ich wurde von einem Morgana-Q getroffen, ich mache mir meinen Kaffee-Effekt ist. Springen wir damit jedoch direkt zu unserem Broken-Pick der Woche und das ist Seri. Der unbalancebare Champ ist mal wieder zurück und diesmal dominiert sie, wie immer, die höheren Ränge als auch die Competitive-Szene. Nachdem man nun auch auf ihr realisiert hat, dass Static Shift extrem broken ist und schlichtweg all ihre Probleme löst, hat sich ihre Pickrate nun in den letzten zwei Wochen verdreifacht. Auch ihre Bunrate ist fast schon explodiert. Wenn Seri als extrem High Skill Cap Champ über 52% Winrate in Emerald Plus hat, dann weiß man, dass das kein gutes Zeichen ist. Damit wird es jedoch Zeit für unser Item der Woche und das kann natürlich nur Static Shift sein. Es ist mal wieder der Beweis, dass Items extrem broken sein können und es eine Ewigkeit dauert, bis die Leute das realisieren. Die Pickrate des Items ist im Vergleich zum vorherigen Patch um mehr als 30% gestiegen. Der Winrate-Zuwachs ist zwar nicht besonders groß, allerdings ist Static Shift ein Item, das man nun mal immer rusht. Da ist eine Winrate in Richtung der 52% schon ziemlich ordentlich. Der Grund, warum das Item nun so beliebt ist, es ist einfach viel zu billig. Das Item kostet zum Beispiel 300 Gold weniger als Krakenslayer oder 400 Gold weniger als Stormbreaker, gibt euch aber mehr Combat-Stats als diese beiden Optionen. Das Item ist in Sachen Goldeffizienz einfach schlichtweg absolut unschlagbar und die Passive ist dazu noch Bombe, um sich so richtig schön hochzufarmen. Ihr müsst jetzt allerdings tapfer sein, denn das Item wird nicht so bleiben, wie es momentan ist. Das erzähle ich euch aber gleich in Was macht eigentlich Riot? Kommen wir jedoch erstmal zu unserem Feld der Woche und dort zu einer wirklich krassen Bombe. Die VCS, die höchste vietnamesische LoL-Liga, also das, was zum Beispiel in Korea die ACK ist, wird in der Spring Season 2024 vorerst nicht mehr weitergeführt. Alle weiteren Matches, als auch die Ergebnisse der achten Woche, sind komplett gestrichen. Die Liga kommt also zu einem kompletten Stillstand. Auch die Playoffs und Finals sind bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wieso? Der Grund ist schlichtweg die kompetitive Integrität der Liga. Die VCS hatte ja bereits in der Vergangenheit mehrfach Probleme mit Matchfixing, also Spielmanipulation, und diese Problematik hatte sich in der Spring Season tatsächlich weiter ausgeweitet. Um die Ausmaße dieser Manipulationen überhaupt weiter untersuchen zu können, wurde daher der gesamte Ligabetrieb eingestellt. Dass man die Matchfixing-Problematik aber grundsätzlich so lange nicht in den Griff bekommen hat,
ist aus meiner Sicht wirklich ein ziemlich großer Fail. Damit wird es jedoch Zeit für den Trick der Woche und da habe ich den aus meiner Sicht wahrscheinlich besten Wardspot des Spiels mitgebracht. Der Busch hinter dem Dragon Pit ist extrem wichtig. Meistens verreckt man allerdings ziemlich elendig dabei, wenn man zum Busch läuft und versucht, das Ganze zu warden. Den Busch kann man allerdings auch aus dem Dragon Pit warden. Hierzu müsst ihr zunächst einmal auf den kleinen braunen Fleck an der Wand klicken. Anschließend wartet ihr beim Platzieren des Wards, bis euer Cursor grün wird und schon habt ihr den Busch gewordet, ohne dass die Gegner davon etwas mitbekommen oder euch überhaupt angehen können. Machen wir damit jedoch einen großen Bogen zu, was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Änderungen zu Patch 13.7 sind nun da. Zum einen kommt das Scanner VGU nächste Woche auf die Live-Server, zum anderen nerft man noch einmal die Support-Items, das heißt Bloodsong, Imperial Mandate und Zazak kriegen noch einmal Nerfs. Bei Riot hat man außerdem realisiert, dass Static Shift verdammt broken ist und macht das Item nun direkt mal 200 Gold teurer. Bei den Champion Buffs sind die meisten Änderungen ziemlich klein und nicht besonders relevant. Nur die Galio und Lux Buffs sind aus meiner Sicht ziemlich ordentlich. Bei den Champion Nerfs geht Riot wie gewöhnlich für immer einfach nur die absoluten Top-Performer an, bis auf Rell Jungle. Sie verliert, Achtung, alle Monster Damage Modifier, die sie hatte. Ihr könnt sie also nun nicht mehr jungeln. Nein, keine Rell Jungle mehr, gar nicht mehr. Wenn ihr sie nach nächstem Patch als Jungler in eurem Team seht, dodge das Spiel bitte einfach. Vergesst nicht, das ist die offiziellen Changes von Riot hier auf diesem Kanal, jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr, also gleichzeitig zum offiziellen Release gibt. Dort erfahrt ihr in nicht einmal 10 Minuten jede einzelne Änderung im Detail, ohne dass ihr euch dabei in den 60 Minuten Video geben müsst. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.